Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avorion. Ja, wir sind wieder unterwegs. Es gab zwischendurch ein Update. Das hat irgendwie was mit den Waffen zu tun, dass man die jetzt selber designen kann. Ich weiß nicht, was da sonst noch gewesen ist. Halt alles Verbesserungen und sowas. Muss man mal schauen dann. ja, fliegen wir erstmal hier rein. Versuchen wir da mal reinzufliegen, ohne dass wir da ancrashen. Und ja, unser Ziel war halt, da weiterzukommen. Ne? Wir hatten Südost, glaube ich, ausgewählt und schauen jetzt vielleicht mal gerade in unsere Handelsgeschichte rein. Da gibt's so nix. Ja, das ist zu wenig. Hier gibt's auch nix. Was kann man hier kaufen? Alles zu teuer. Gut. Dann sollten wir noch mal gucken, ob wir irgendwo... Warte, gehen wir auf die strategische Karte, scrollen mal raus. Ja, ziemlich kleiner Sektor. Achso, ja, da sollten wir vielleicht einmal schauen, dass wir das Bauteil noch wechseln. Um zu gucken, ob wir hier was drin haben, ne? Ist aber wohl nix. Gut, dann ist das geklärt aus der taktischen Karte. Eine normale Karte. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht einmal dahin fliegen und schauen, was da ist. Ne? Ja, machen wir so, denke ich. Da müssen wir hin. Jo. Einmal bitte da den Sprung und los geht's. Und wir sind im neuen Sektor. Ja, die zwei Tore kennen wir, weil das da die gegenüber sind. Und dann fliegen wir hier runter. Schauen uns das da an. Ist hier wirklich nur eine Kreuzung? Ich glaube ja, ne? Ja, sind nur die Tore, mehr nicht. Das bedeutet, wir fliegen nach hier unten irgendwo hin, aber... Achso, das geht bis dahin, wenn... Ja, können wir auch die Koordinaten einmal eingeben. Und dann schauen wir, wie weit wir da kommen. Da müssen wir noch da. Obwohl, das wäre das Süd-Süd-Ost-Tor. Entfernung 23. Ich glaube, wir fliegen da direkt hin, ist besser. Geht ja auch schnell, weil das andere Sprung, dann haben wir keinen Power mehr wegzuspringen, wenn mal was sein sollte. Ne? Aber obwohl, hier ist alles friedlich eigentlich, oder? Und das geht ja ohne Asteroiden im Weg hier ganz schnell zu dem Tor. Haben wir das ja auch geschafft. So, durch. Sektor angucken. Torgebühr war das. Ach, das ist hier so ein Sektor wieder mit... Na, da ist es. Da können wir die Lizenzen kaufen. Wertstoffhof. Ist jetzt wirklich nicht so interessant dann, ne? Es wäre zu überlegen, wo wir hinfliegen als nächstes. Da oben ist das Tor. Welches ist das? Ost-Süd-Ost-Tor. Ja, das ist das eigentlich. Ja, komm, lass uns dahin fliegen. Nur gucken, dass wir auf dem Weg nichts im Weg haben. Aber so wie es aussieht, nicht, ne? Klappt schon. Hinein. Onkel Otto, sagt man, oder? Und da ist das Tor. Und da gibt es auf jeden Fall Sachen. Gucken wir uns doch mal an, was das für Aufträge sind. Antigraf-Einheiten. Hatten wir die oder hatten wir die nicht? Das müssen wir mal gerade nachschauen. 40 Antigraf-Einheiten. Irgendwas haben wir doch geladen, ne? Antigraf-Einheiten. Vorrat 70. Das ist doch mal ein Ding. Das bedeutet, schnell wieder rein und den Auftrag annehmen, oder? Akzeptieren. So. Raus aus dem Menü und hin zur Station, ne? Ist
bisschen näher erstmal fliegen. Gucken, wo ein Docking Port ist. Eigentlich müsste es da unten ja eingeben, ne? Da ist schon mal was. Da oben wäre auch einer, aber ich glaube, der untere ist für uns dann doch leichter zu erreichen, ne? So, einmal F, Lieferung von 40 Antigraf-Einheiten. Und da haben wir richtig Geld gemacht. Gut. Besorge Antigraf-Einheiten war das. Gut, gibt's noch was? Nee, ne? Ist jetzt nicht gleich sofort eine neue, ne? Nein, ist keine neue Mission. Dann wollen wir das auch nicht nochmal aufmachen, sondern gerade ein Stück wegfliegen besser. Und nochmal schauen. Da ist ja noch eine Station, die was möchte. Wie sieht das bei denen aus? Aber wenn das 40 sind, dann ist es doof. 40 Antigraf-Einheiten. Wir haben aber nur 30. F. Nee. P. 30. Wir brauchen wieder Antigraf-Einheiten. Okay. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal gerade hier unser Bauteil. Das da rein. Dann schauen wir mal, was hier gibt. Mobile Merchant hat Edelmetallmine. Hat was? Fusionsgeneratoren. Wir kaufen für 35 und verkaufen. Oh, das hört sich gut an. Dann sollten wir den vielleicht mal auswählen. Lass uns den auswählen. Raus hier. Wo ist er? Der da oben. Ich weiß gar nicht, muss man bei dem da hinfliegen? Gute Frage, ne? Ne, der da ist es. Habe ich jetzt gerade was Falsches gemacht. Wo ist er denn? Ist noch ein Asteroid im Weg? Ich glaube, docken, weiß ich gar nicht. Muss man bei dem docken? Eigentlich nicht, das geht so, ne? Güter handeln. Fusionsgeneratoren. Kaufen wir 30 Stück. Kaufen. Gut. Erledigt. Und schauen, wo wir die loswerden. Das ist jetzt weg, ist klar. Fusionsgeneratoren haben wir gekauft. Wie? Der würde das jetzt. Halt, stopp. So, verkaufen. /43, hier ist das. Dann müssen wir dahin fliegen. Wo ist das? Da. So, dann zu der Station hin. Und da die schnell verkaufen, bevor das ein anderer macht, ne? So, ein bisschen langsamer. Ne, können wir noch. Wir sind noch 11.000 entfernt. Ah, da ist schon einer neben. Ich will hoffen, dass der das jetzt nicht verkauft, ne? Dann haben wir irgendwie nichts gewonnen. So, daran.
So, F. Schwarzes Brett. Ach so, nee, der. Okay. Nicht schwarzes Brett, sondern Handeln, einfacher Handel. Fusionsgeneratoren 43. Die 30 können wir hier loswerden. Und verkauft. Ich glaube so, keine Ahnung, 300.000 plus gemacht vielleicht. Ja, müsste sein, 10.000 war das so ungefähr, ne? Also die wollen definitiv hier noch Fusionsreaktoren haben und Antigrav. Aber Antigrav kriegt man ja hier nirgendwo, ne? Fusionsgeneratoren kann man hier nicht mehr kaufen. Der Mobile Martian hat keine mehr. Da gibt es auch sonst nichts. So, jetzt müssten wir gucken, wo wir die Antigrav-Klamotte herkriegen, ne? Um hier nochmal zu bedienen. Macht ja Sinn. So, gucken wir mal hier rein. Solar. Wertstoffhof. Habitat. Kein Antigrav. Da auch nicht, da auch nicht. Irgendwo war das doch hier. Irgendwo haben wir die doch eingekauft. Reparatur. Handel. Irgendwie ist das jetzt hier nicht in der Ecke. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Nee. Nee. Sind wir überall hingeflogen? Schade, ne? Da ist auch nichts. Kriegen wir alles hier nicht. Omega-Schiff. Ausrüstungsdock. Nee. Das hier ganz oben. Wo haben wir die denn weggehabt? Aluminium. Oder war das ein Handelsposten, wo es das gab und wir das gekauft haben? Ja, ich meine nicht. Aluminium. Da ist es auch nicht. Glaskolben, Solar, Habitat. Schlürfen wir da schon so lange mit uns rum, dass wir das noch nicht hatten, oder wie? Könnte natürlich auch sein. Da habe ich schon überall geguckt, meine ich. Ausrüstungsdock. Da ist nichts mit A. Tja, vielleicht sollten wir da mal irgendwo Notizen machen. Aber eigentlich sieht man es ja so. Aber wir können ja Antigraf hier eingeben, ne? Oder wie war das? Okay, dann sehen wir welche. Das ist hier, ne? Antigravfabrik. Ja, das ist. Ein Stück weit weg, ne? Aber eigentlich sollten wir diesen Handel betreiben, denke ich mal. Wir fliegen da erstmal hin und laden nochmal neu und dann kommen wir hier wieder hin, denke ich mal. Das macht Sinn. Ist hier, wo blipst hier noch was? Nirgendwo, ne? Da war ein Wertstoffhof, okay. Ja, fliegen wir durch die Tore oder?
kommen wir hier rüber? Das ist noch die nächste Frage. Da gibt es aber keinen Weg rüber. Doch, hier lang. Irgendwie sind wir da auch hingekommen, ne? So ist er nicht. Waren denn noch Antigraf-Geschichten da drüben? Das ist zu weit weg. Da gibt es ein Notrufsignal. Aber das ist das, wo man Geld mitmacht. Also, fliegen. Nützt nix. Was haben wir denn noch so hier so im Thema? Alien-Schiffe sind gekommen, okay. Erz. Die wollen Antigraf-Einheiten. Die wollen Aluminium. Und die hier wollen auch, glaube ich, Antigraf hat man, ne, oder? Ja, das sind schon 80. Ja, definitiv. Fliegen wir hier weg. Was ist da unten noch? Glaskolben. Was möchten die haben? Chlor brauchen die. Aber das sind alles Mini-Ressourcen, ne? Ja, lass uns dann ein Tor suchen. Und dann dahin fliegen. Da oben ist ein Tor. Nordosttor. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, oder? Ja. Gut, dann fliegen wir dahin und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir zu, dass wir dann zu den Antigraf-Geschichten kommen, um die einzukaufen, weil die brauchen wir, um an viel Geld zu kommen, ne? Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge, aber durchs Tor will ich noch durch, weil hier gerade gekämpft wird. Dann ist das ein bisschen sicherer vielleicht, weil da sind dann nicht sofort welche, oder? Aber weiß man auch nicht. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.